Und damit, meine lieben Freunde, begrüße ich euch ganz herzlich zurück zu Blue Fire. So, wir sind jetzt hier im Heizhaus. Heizen hier jetzt mal richtig ein. Oh, die Dinger kann ich auch kaputt machen. Cool. In unserem tollen Häschenkostüm hier. Was überhaupt nicht unnötig Geld gekostet hat. Was darf ich denn hier überhaupt machen? Oh, aber ja. Ob das nicht in die Hose geht. Es war so klar. Okay. Einmal einsetzen und dann kann ich das einsammeln. Gut, den krieg ich so platt, komm. Danke. Da hinten könnte ich rankommen, aber ich will jetzt erstmal hier hin. Vielleicht gibt es hier was Interessantes. Oder aber auch nicht. Ah, der Gegner ist weg, das ist wichtig. Nee, das könnte. Das glaube ich wird nichts. Oh, Baja. Oh, Baja. Ich hätte es nicht gedacht. Ah, schön. Ob man da drunter auch kann? Ich wollte gerade sagen, öffnen. Das sieht aus wie ein Dungeon. Oder irgendwas in der Richtung. Und schön, dass er das jedes Mal zurücksetzt. Mann. So, der ist da unten. Komm ich da runter? Ist da eine Leiter? Ist da irgendwas? Nein, da ist nichts. Na, wahrscheinlich kann ich da mit dem Auftrieb hoch, okay. Wer bist du? Und was hast du hier zu suchen? Was machst du hier? Siehst du nicht, dass es kein Ort ist, um Späße zu machen? Weißt du überhaupt, was hier los ist? Du schon wieder. Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Lange Zeit konnten wir verhindern, dass die Verderbnis hier eindrang. In erster Linie dank der Verdampfmaschine. Mhm. Die Maschine pumpt Hitze durch diesen Schaft, versorgt alle anderen Bereiche des Heizhauses. Doch jetzt sind die Heizkessel für die Maschine beschädigt. Ich fürchte, wir haben die Kontrolle über die Dampfmaschine verloren. Weißt du, was das bedeutet? Wir können die Leitung nicht länger übernehmen. Monster werden kommen und dann wird auch das Dorf Rust von Schatten überrannt werden. Was tust du noch hier? Wenn du helfen willst, versuch die drei Heizkessel zu reparieren. Meine Schwester Mia muss hier irgendwo sein. Sie wollte die Heizkessel reparieren gehen, aber ich fürchte, dass sie in Schwierigkeiten ist. Es sind schon viel zu viele Monster im Inneren. Du musst sie suchen. Nur sie weiß, wie man die Heizkessel zurücksetzt. Hier, nimm das. Den Heizschlüssel. Okay. Ah, das ist aber kein direkter Dungeon. Ah, okay. Feuerscheinstatue. Ah, haha. Schönes Ding. 1000. Ja, moin.
Danke. Geister. So, was haben wir denn? Könnte den Geist einsetzen. Erhöht Bewegungstempo. Nee, halt. Ah, wahrscheinlich brauche ich keinen Geist ausge... Aber ablegen, ausrüsten... Ah, jetzt habe ich beide. Okay. Ich glaube, jetzt bin ich noch mal schneller. Hä? Wo muss ich denn hin? Da lang. Ups. Okay. Gucken wir erstmal auf der anderen Seite, bevor ich da jetzt weitermache. Ach, hier scheinen doch schon Gegner zu sein, oder täuscht mich das? Sah jedenfalls aus wie ein Gegner. Fühlt es sich auch so ein bisschen an wie ein Gegner. So, wieder Energie tanken und aufsammeln. Auch hier wieder aufladen. Bäh. Okay, das war jetzt so nicht geplant. Ah! Das war überhaupt so nicht geplant. Praktisch, dass die Kugeln da nicht durchfallen. Öffnen. Okay, das sieht nicht gut aus. Aktivieren. Benötigt eine Spezialwaffe zum Aktivieren. Ja, moin. Heizhausarbeiterkittel, denke ich mal. Dieser Kittel wurde vor langer Zeit von allen Arbeitern in Heizhaus getragen. Er ist für die Arbeit und zum Aufbewahren. Okay, dann gucken wir uns doch den Kittel mal an. Ist das mein Werkzeug? Nein, ist es nicht. Okay, da muss ich auf die andere Seite kommen. Hier kann ich, glaube ich, noch nichts machen. Oder kann ich das auch? Ne, kriege ich nicht auf, ne? Ne, war klar. Okay, das kriege ich nicht auf. Das heißt, dann muss ich hier runter. Schlüssel der Flammen. Den habe ich nicht. Ich habe Heizhausschlüssel habe ich. Der ist nochmal komplett anders. Ah, das war doof. Das ist, weil ich gerade was anderes geguckt hatte. Zwar auf dem Bildschirm, aber... Ah! Erledigt! So, so, wunderbar. Heizschlüssel, ja. Ah, schön, dass es hier so richtig schön tief runter geht. Ja, man hat hier überhaupt nicht das Gefühl, dass man da wirklich sicher steht. Man kriegt erstmal eigentlich mehr einen Schock. Stopp halt. Die will ich alle einsammeln, danke.
Das ist jetzt nicht euer Ernst, ne? Oh, ich hasse sowas, um die Kurven springen. Wow. Oh. Blind. Das war komplett blind. Ja. Was willst du jetzt von mir? Alter! Das sind schon keine normalen Sprünge mehr. Das Spiel ist für Kinder gedacht. Mhm. Seems to be legit. Warum gehen wir jetzt hoch? Ja. Bitte das nächste Mal Bescheid sagen, dass du einfach mal so absinkst, ne? Ja. Ich hasse das Spiel jetzt schon für diese Aktion, die ich jetzt hier bringen muss. Ich weiß noch gar nicht, wo lang. Nein. Was? Von da vorne? Ha! Cool, danke Capture Card für den Leck. Ihr habt sie doch nicht mehr alle. Eieiei. Ja, moin. Okay. Uffa. So, wenn es stehen bleibt, dann muss ich... Hui. Oh Mann. Wow. Oh. Komm. Ah.
Alter, das Spiel verlangt echt viel von einem ab, also. Da kann man mir nicht sagen, das Spiel ist was für Gelegenheitsspieler. Ah. Eine Feuerszenzeit wieder gesammelt, das ist doch schön. Ich glaube, das ist die Schwester. Bist du? Was machst du hier? Du hast also meine Schwester Mira schon kennengelernt? Hm. Entschuldige, dass ich dich so angeschnauzt habe. Ich bin Mira. Nett, dich kennenzulernen. Hm, du sagst, du willst helfen. Ist das so? Nun, ich war unterwegs, um die Heizkessel zu reparieren. Aber es sind zu viele Monster unterwegs. Jedenfalls, hm, ein junger Schwertkämpfer wie du könnte da helfen. Hier, nimm mein Schwert. Diese Klingen gehörten einst zu den Vorfahren, die im Heizhaus gearbeitet haben. Du brauchst sie, um die Heizkessel zurückzusetzen. Wir sehen uns später. Eiserne Gerechtigkeit. Diese Schwerter waren sowohl Waffen als auch Werkzeuge und waren unter der Arbeit im Heizhaus sehr verbreitet. Unter den Arbeitern. Okay, das heißt also... Ja gut. Ein bisschen mehr Schaden. So. Ich muss mich mal heilen. Geht nicht anders. Ja, ein bisschen besser ist es ja schon. Ja. So, darf ich damit jetzt aktivieren? Oh ja, darf ich. Damit darf ich da aktivieren. Schieb ihn rein. Schwerter, die als Schlüssel agieren. Hm. Nun gut. Im nächsten Part sehen wir dann, wie es weitergeht. Ich bedanke mich ganz herzlich, sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Truhaut rein. Tschüss.